Hey Streuner, der Streutsch, der hat ja gerade deine nasse Badehose angeschleppt. Hast du die etwa wieder draußen am Pool liegen lassen? Oh, ja, kann schon sein. Ich wollte die in der Sonne liegen lassen, dass sie trocknet. Ach, nee. Und ich habe gedacht, ich habe schon wieder die Socken vergessen. Na, die, da sage ich ja schon gar nichts mehr zu. Hast ja jetzt auch 5 Waschmaschinen gekriegt. Genau. Ja. Na dann herzlich willkommen zu Folge 200, Jubiläumsfolge, hier beim Systemstreuner. Ja, und die Ilana, die wird uns jetzt die ganze Folge hier begleiten. Und solange ich jetzt mal nach den Bauaufträgen da hinten gucke, weil wir es ja gerade so gepackt haben, dass die Heizung angesprungen ist, hat sie euch noch was zu erzählen. Ja, wir haben eine Ankündigung zu machen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden gerne auch andere Spiele zusammenspielen, die man vielleicht gut zu zweit spielen kann und wo wir euch gerne dran teilhaben lassen wollen. Und vielleicht macht ihr ja mal Vorschläge, was ihr gerne sehen würdet. Vielleicht so kleine Rätselspiele oder Adventures oder andere tiefgründige Spiele, wo man sich halt sehr reinfuchsen muss, so wie bei Workers and Resources. Ja, super. Allerdings, Workers and Resources wird natürlich immer das Hauptspiel hier auf diesem Kanal bleiben, weil das macht uns einfach am meisten Spaß. Ja, also es muss jetzt auch nicht unbedingt ein Multiplayer-Spiel sein. Also man kann es, also wir wollen halt nicht auf irgendwelche anderen Leute noch angewiesen sein. Entweder wir können es zu zweit spielen oder einer oder eine spielt und der andere quasselt halt mit. So war der Gedanke bei der ganzen Geschichte. Weil wir das Gefühl haben, gerade sowas wie unsere Stadttouren oder so, die kommen ganz super an. Ja. Ich schaue gerade, wie es hier aussieht in der Ecke. Und da ist mir schon was aufgefallen. Das hast du ja noch gar nicht gesehen hier. Guck mal, hier habe ich jetzt mal die Garage von der Geheimpolizei voll gemacht. Hier mit Mercedes und mit Audi. Nur Mercedes und Audi stehen da drin und die sind so schön leise. Von Sehr denen hört schick. man nichts. Siehst du, man hört nichts. Also. Du jetzt gerade eh nicht, aber im Spiel hört man auch fast nichts. Ich habe auch extra den Game Sound in der Folge ein bisschen niedriger eingestellt, dass wir da kein Kommunikationsproblem kriegen, wenn da jetzt irgendein Heli irgendwie rumbrummt oder so. Ja. Das ist gut. Der Hintergrundsound ist sowieso manchmal etwas laut zum Einschlafen. Soweit. Du sollst auch jetzt nicht einschlafen. Du bist gerade live on stage. Du kannst heute Abend wieder einschlafen. Hast du das schon Genau. gesehen? Hier, guck mal. Ich habe so einen Stonehenge-Kreisverkehr gebaut aus dem Zeug, was wir da, glaube ich, beim Höllenhund gesehen haben. Finde ich Ja, ja und mega. alles mit diesen Einbahnstraßen direkt, ne? Ja, genau. Also hier habe ich jetzt so einen Einbahnstraßen-Kreisverkehr. Man muss vielleicht sagen, dass die Ilana erst irgendwo bei Folge 80, 85 oder so rum ist und noch ganz weit weg von hier. Sie macht da immer kleine Zeitreisen. Aber ich fand, das hat bei der Bauindustrie so super funktioniert mit dem Kreisverkehr. Und jetzt auch, wenn ich hier hingucke, die fahren so geschmeidig dadurch, durch die Kurven. Also wenn man hier eine zweispurige Straße nimmt und dann mit einspurigen immer schön leichte Bögen rein und raus macht, dann sieht es einfach gut aus, wenn sie entlang fahren. Und der Kreisverkehr hat natürlich immer Vorrang und die wo rein wollen, die müssen halt warten, wenn jemand drin ist. Aber es sieht so aus, als wenn es keinerlei Probleme geben würde. Ja, sieht gut aus. Ja, Und also. diese Stonehenge-Steine, diese kleinen, also die großen, die hatten wir, glaube ich, ja in Franconia schon gesehen. Genau einen und genau daneben war auch der kleine und dann habe ich gedacht, das ist genau der gleiche, nur kleiner und dann habe ich den einfach hier um den Kreisverkehr rumgetackert, wie dass es halt ein bisschen nach Stonehenge aussieht mit irgendwas in der Mitte. Okay. Also mir ist auch klar, dass Stonehenge anders aussieht, aber ja. Und hier hinten ist zum Glück hier das Heizkraftwerk angesprungen und hat die Stadt schön warm gemacht, bevor es bitterkalt wird und alle sich die Zehen abfrieren. Und der Strom läuft hier auch schon. Die Sache ist halt, wir haben gerade nur hier um das Kraftwerk drumherum eine Stromversorgung und sonst nicht. Ja. Weil halt hier vorne noch nichts fertig ist. Das da müsste mal in Endspurt gehen, da fehlt noch Elektronik, die herkommt. Das da müsste noch fertig werden, die Leitung dazwischen. Oh, die ist schon fertig, die war gerade beim Laden noch nicht da. Na, aber
aber das Ding, da muss halt noch fertig werden. Das sind sie noch beim Fundament. Ja, also das braucht noch ein bisschen. Und dann müssen natürlich auch diese, wie heißen sie? Nicht der Wasseranschluss. Ja, der ist auch noch nicht fertig. Shit. Die Stromhäuschen. Die Umspannwerke, genau. Aber sag mal, dieser Leistungstransformator, ist das ein Mod-Gebäude? Weil der ist ja Ja, schon ja. recht groß. Ja, also ich fand einfach, ich habe ja so oft dieses Original da gebaut gehabt. Diesen hier, den man so gut kennt mit den sechs Anschlüssen und dem Hochspannungsanschluss. Und ich habe dann gedacht, der sieht mir irgendwie zu unrealistisch aus. Und der hier, das sieht jetzt halt eher so aus. Also ich habe hier überall so. Also die Prioritätsschalter, die habe ich beim Original gelassen, weil ich habe da einfach Schiss, dass die nicht gescheit funktionieren. Aber hier in der Ecke ist irgendwo auch so ein gemoddeter. Und der sieht halt ein bisschen anders aus. Das sieht man dann hier so, wie die Drähte rumgehen. Und ja, vielleicht sollte ich ihn nicht anklicken. So. Ja, und da sieht man dann hier auch die kleinen Transformatoren rumstehen. Und dann gehen von dort all meine Leitungen da raus in die Stadt rein. Ich finde, das ändert Und einfach das Design. der hat auch mehr Anschlüsse, ne? Ja, wobei ich nicht weiß, wie man die verwenden kann. Also man hat ja nun mal nur einen Hochspannungsanschluss, der hat drei. Ich weiß nicht, Okay. ob das durchleitend ist und ich die durchschleifen kann oder ob ich nur verschiedene Inputs da dran kriege. Muss ich mich mal einlesen, was man daraus machen kann. Aber ich fahre halt mit einer Leitung hin und dann mit vielen kleinen Leitungen wieder raus. Wie beim Original. Und was der Rest an Funktionalität bietet, weiß ich leider nicht. Muss ich mal nachschauen. Ja. Ich schau mal eben, ob noch irgendein Bau fertig ist, wo man sich drum kümmern muss. Nee, da sind wir ja schon dran hier. Ja, ich mag das nicht, wenn da so viel Post offen ist. Ja, Produktion eingestellt, wunderbar. Da auch. Aber das läuft ja jetzt beides. Zum Glück. Also, ich hatte es nicht mal auf dem Schirm. Ich habe mich nur irgendwann gefragt, warum läuft denn das Gebäude hier überhaupt schon? Weil. Ja, und dann habe ich so gedacht, wo kriegt es denn seinen Strom her? Und dann habe ich halt gesehen, okay, vom Kraftwerk eigentlich. Und das läuft schon. Oh, jetzt brennt's. Vielleicht kannst du gleich wieder ein bisschen Heli fliegen. Ja, das wird ein Heli-Flug. Nur das in den ersten Reihen. Du fliegst auch so gern Heli. Jetzt darfst du mal mit den Ja. Feuerwehrleuten fliegen. Na, das ist doch schön. Erinnere mich nach deinem Flug, dass ich eigentlich noch eine Dünger-Kompostanlage bauen wollte, dass das mir da oben noch fehlt. Okay. Baust du am Bauernhof immer eine Kompostanlage oder baust du eine zentral? Also ich baue sie eigentlich nicht am Bauernhof, sondern ich baue sie im Industriegebiet. Also eigentlich muss ich Okay. sie dort bauen, denke ich mal, wo der Biomüll anfällt. Also, und in der Stadt wird es halt Verschmutzung verursachen, das heißt, der nächste Weg wäre mehr oder minder im Industriegebiet. Aber ich weiß gar nicht, ob da, wo du im Let's Play bist, schon die erste kennst, also die erste Kompostieranlage, sonst gucken wir uns die eben an und dann kopieren wir das. Oh je, die schaffen hier rein. Ganz viele Pflänzchen kommen da rein. Sehr schön. Und dann brennt alles und da kommt der zweite noch und jetzt habe ich ganz viele Fenster offen. Und wie sind die Feuerwehrleute so? Sind sie freundlich? Sehr gut aussehend. Okay. Aha, jetzt wissen wir es. Feuerwehrleute. Wir haben ja noch niemanden, der in der Feuerwehr wohnt. Also, Ilana wird Genau. es toll finden, wenn jemand in die Feuerwehr einzieht. Egal, ob er Hubschrauberpilot ist oder lieber den schnellen Löschwagen fährt. Ja, haben wir noch nicht. Keiner wollte bisher in die Genau. Feuerwehr. Also Bewerbungen mit Foto dann bitte an mich. Ja, ihr könnt sie einfach an Systemstreuner schicken und der schickt es dann weiter. Und dann kann Aber Ilana den wirklich Feuerwehrmann welcherlei. auswählen. Genau. Polizeiwache ist übrigens auch noch niemand eingezogen, oder? Nee, nur in der Geheimpolizei ist jemand, den man nicht nennen soll. Genau. Aber das hier ist die erste Kompostieranlage. Existiert die schon bei dir? Also in dem Let's Play, wo du gerade bist, Folge 80 rum? Nee, ich glaube nicht. Also die ist direkt hinter der Kleidungsindustrie hier, die steht auf alle Fälle schon. Und hier kippen halt die ganzen lokalen technischen Dienste, tun ihren Biomüll
hier hinkippen, ja, vor das Werk hin. Und der saugt sich dann in Biomüll rein, verarbeitet es mit ein bisschen Chemie und spuckt dann den Dünger wieder aus. Also da gibt es dann Flächen für Biomüll und da gibt es dann Flächen für Dünger. Und es macht Also der einmal. schiebt es quasi wieder zurück, ne? Ja, weil Über man. die Werksverbindung. Genau, deswegen ist die bidirektional, man hat da nur einen Anschluss dran und dieser technische Okay. Dienst und der andere hier vorne, der irgendwo da sitzt, glaub. Na, wo ist er hier? Die schieben das beide da rein. Also hier kommt der gesammelte Biomüll von hier und dort rein. Also. Und die technischen Dienste fahren aber zur Müllkippe, egal welche jetzt, auch nicht weiter als 3 Kilometer, nein? Oder würden die dann auch Nein, 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 weiterfahren? nein. Diese Range ist nur bis wo sie einsammeln. Also du siehst Okay. jetzt, sie sammeln quasi in der Stadt leider zu weit ein bis zu dem Müllplatz hier. Ich will eigentlich, dass die in der Stadt nur den Stadtmüll wegtransportieren, aber ich krieg's halt nicht kleiner als 1 Kilometer. Das heißt, der könnte da noch mit drin sein. Und der andere, das siehst du, der kommt eigentlich nicht in die Stadt rein, der hört hier vorne auf, vor der Auffahrt und der deckt mir das komplette Industriegebiet ab. Die Müllplätze. Wobei ich schaue Okay. gerade. Ja, okay, nee, das passt soweit. Weil hier kommt er nicht dran. Ich habe nämlich fürs Chemiewerk nochmal technische Dienste gemacht und die tun. Na, das nicht. Wo ist mein technischer Dienst hier? Da. Ist nur so ein kleiner, aber der macht quasi hier unten auch nur 1 Kilometer. Der kommt zwar in die Industrie hoch, aber der kommt halt an diesen Müllplatz hier Ah ran. ja, okay. Was man jetzt halt beachten muss, da kommt ja dann der Dünger raus. Und der Dünger, der muss dann einfach mit dem Versorgungszentrum, das ist mein VZ-Dünger da hinten, wird der Dünger dann hier abgeholt und dann einfach gleichmäßig auf die Müllplätze vom Bauernhof hier gekippt. Da sind schon 5 Müllplätze dran, wo dann überall der Dünger reinkommen kann. Nur der ist halt jetzt komplett verbraucht noch. Der kommt dann wieder. Da hat gerade einer wieder was hingebracht und es sickert dann auch hier in den Dünger mit rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier auch einfach eine Müllhalde machen könnte ohne Absetzcontainer. Also, dass er einfach hingekippt wird und dann von dem Ding eingesaugt wird. Und da geht es halt auch nur in eine Richtung an. Aber das Gleiche, also die kippen es mir jetzt noch nicht auf den Bauernhof, auf den zweiten. Weil ich da möchte, dass es von hier kommt. Und das Besondere ist halt, da drüben gibt es eigentlich nicht viel Biomüll. Aber hier wird es viel geben, weil bei Essen und Alkoholproduktion fällt jede Menge Biomüll an. Der zum Teil auch mit Werksverbindungen rauskommt. Aber den muss man halt Okay. erstmal alles verarbeiten zu Dünger und das ist wahrscheinlich dann mehr Dünger, als das ganze Feld da verkraften kann. Und du präferierst dann auch immer den festen Dünger und nicht den Flüssigdünger? Ich nehme beide Dünger. Ach so, Also, okay. ja gut, du hast noch nicht so weit geguckt, aber ich habe hier hinten, nicht da, hier ist meine kleine Kunstdüngerfabrik, die die ganze Zeit auf 100% läuft. Also da kommt die Und ganze Zeit Kunstdünger raus. die Bauernhöfe, die können beides gleichzeitig verarbeiten. Die können also, ich glaube, das eine wird ja vor der Ernte ausgebracht und das andere nach der Ernte, glaube ich. Und Ja, genau. Also ich tue sogar noch den, da gehen wir gleich drauf ein, aber ich tue zuerst den Dünger. Also hier kriege ich Frischwasser, Abwasser dran und der Dünger kommt aus der Leitung raus. Der fließt dann hier rüber und der fließt in diese zwei Tanks rein. Das sind meine Düngertanks. Und von dort wird es dann über Pipeline direkt in den Bauernhof reingepumpt, dass hier immer voll mit Kunstdünger ist. Und die Pipeline, die geht dann hier wieder lang, da hinten rum, hier einmal quer durch die Felder durch und geht dann hier in den anderen Bauernhof rein. Also beide hängen quasi an dem Pufferspeicher dran. Die Sache ist einfach, also ich habe da ja 3000 Tonnen Düngerpuffer. Durch die zwei Tanks. Eigentlich hätte ich da größere bauen können. Aber die Sache ist halt, wenn gesät wurde, dann wird danach so lange mit Kunstdünger reingehauen, bis die gesättigt sind. Und nach der Ernte wird der Festdünger aufgebracht. Und je nachdem, wie viel Festdünger man hat, umso weniger Flüssigdünger braucht man. Und wenn von beidem genug da war, dann hat man 200% auf dem Feld an Fruchtbarkeit. Du siehst, jetzt haben sie gerade 150 nur, weil jetzt halt gerade Ernte rum war und der Dünger aufgebracht wurde. Und die restlichen 50% werden dann aufgefüllt mit dem Kunstdünger nach der Aussaat. Also überall hier sind nur 150% jetzt gerade möglich, weil halt,
Ja, weil das Feld halt jetzt frisch geerntet wurde und alles eingefahren wurde an Ernte. Ja, aber man kriegt Okay. nicht mit einer Düngerart die kompletten 200% hin. Dafür braucht man beide. Und ich habe einfach beide. Und alles, was da dann übrig ist, wenn die Tanks voll sind, die Pufferspeicher werden dann hier hinten mit diesen zwei LKWs direkt daraus zur Grenze verkauft. Also ich mache nebenbei noch Geld mit dem Kunstdünger. Ah, okay. Irgendwo müsste man das hier sehen und dann sieht man auch, dass bei der Erntezeit das da einbricht. Oh, letztes Jahr Export sowjetischer Block und irgendwo hier ist Kunstdünger. Siehst du es gerade? Da Flüssigdünger. Siehst du, Ja. in der Erntezeit wird nicht exportiert und nach der, also keine Ahnung, die fangen so circa im April an, den Kunstdünger zu ziehen bei den Bauernhöfen und dann ziehen sie bis Juni. Und erst wenn das rum ist und der Speicher wieder so weit gefüllt ist, dass er fast voll ist, dann fängt der Export wieder an. Das Ah, heißt, ich okay. könnte so problemlos noch zwei, drei Bauernhöfe damit mitversorgen und dann wird es halt bis dahin laufen. Da muss ich nur gucken, dass der Ah. Pufferspeicher groß genug ist. Okay. Ja. Aber du sollst noch was bauen und du sollst auch an deine Wasserversorgung denken. An meine Wasserversorgung, genau. Ja, du hast recht, weil das Kraftwerk, das läuft zwar gerade, aber das Wasser war hier nicht fertig. Aber ich kann es halt nicht mehr beschleunigen. Also, das Ding ist im Bau. Es sind alle dran. Hateable ist auch dran. Alle Baubüros, wo ich irgendwie habe, sind da dran. Und die Priorität ist hoch. Mehr kann ich nicht machen. Und dann braucht es Okay. halt, bis die von der Grenze hier das Material herkarren, irgendwelche Maschinen herkarren, Ziegel herholen. Ziegel und Bretter braucht man gerade noch. Und Personal. Der eine hat Bretter, der andere hat Ziegel. Und die fahren jetzt halt her. Aber jetzt wollte ich hier den Kunstdünger, den Festdünger realisieren, weil hier halt viel Müll rauskommt. Da ist schon wieder eine kleine Müllverbrennung, die auch schon laufen kann, glaube ich. Eigentlich könnte sie laufen. Hat kein Trinkwasser. Okay. Vielleicht sitzt die Prion. Ja, nee, die kann noch nicht laufen, weil die kriegt den Strom nicht so lokal richtig los. Also ich kann jetzt nicht priorisieren, dass die Gebäude hier den Strom nehmen sollen vor dem. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe, wenn die direkt an die Umgebung abstrahlen, dann kriegen sie halt direkt den Strom. Die Ja. kriegen jetzt zwar hier schon Müll rein, aber die können erst anfangen loszuverbrennen, wenn das alles hier vorne mit dem Prioritätsschalter geht und dann wieder über die Einspeisung hier läuft. Okay. Aber jetzt wäre halt die Frage, wo ich hier schön in der Ecke den Kunstdünger reinkriege. Und dafür holen wir uns eben da hinten das Gebäude. Mit der Pipette saug mal sein. Was ist denn hier? Und dann ein Müllplatz davor. Und das Ding muss aber auch noch, das muss selber noch zu einem Müllplatz hinlaufen können. Unabhängig davon. Also wir wollen nicht, dass hier der Dreck noch drin ist. Und die Frage ist halt, wie ist der schönste Weg zum Bauernhof? Weil die müssen den Müll dann, jetzt wird's wild, hier reinleeren. In diese drei Müllplätze. Da muss der Dünger rein. Das heißt, sie würden vermutlich hier dann da langfahren und hier diesen Schleichweg von der Schnellstraße nehmen und dann würden sie hier über den Schleichweg, wo gerade der rote LKW rausfährt, die offene Laderampe, da würden sie dann rauskommen und dann würden sie irgendwo hier in der Ecke sein. Von der Industrie. Das Gute wäre dabei halt, die tun mir hier nicht meinen Personalverkehr irgendwie tangieren. Der wäre einfach unangetastet davon. Aber ich glaube, Okay. hier kriege ich es halt nicht hin, weil ich eine schöne oberirdische Leitung gebaut habe für meinen lieben Zentranier. Der hat mal geschrieben, er will immer oberirdische Leitung sehen. Und deswegen habe ich da so ein paar hingemacht, die mir jetzt halt ja, im Weg sind, weil ich jetzt da keine Straße durchkriege. Ich müsste jetzt eine Brücke drüber bauen. Aber sag mal, die oberirdischen Leitungen, die haben die gleiche Kapazität wie die unterirdischen? Ja klar, also der Unterschied ist nur, man braucht kein Fundament. Sie sind sogar günstiger. Aber der Nachteil ist Ja. halt, man kann nicht einfach eine Straße drüber legen. Du siehst, da geht es irgendwo unter die Erde hier an der Stelle. Und dann sind sie weg. Dann geht es irgendwo Ja. hier lang. Ja, aber ich baue immer alles unterirdisch, auch die Stromleitungen nach Möglichkeit, also die kleineren Stromleitungen, die großen nicht. Bei Strom Da macht ist es die Unterschied. Kapazität ja anders. Bei Strom macht es leider einen Unterschied. Da können die Unterirdischen nicht so viel. Aber bei Rohren
Da kannst du oberirdisch bauen, wenn du weißt, du kannst auf den Platz verzichten. Also ich überlege gerade, wie Ja. das Ding hinpassen könnte. Weil ich ja davor noch einen Müllplatz machen muss und sie müssen selber einen Müllplatz erreichen. Dann wäre es aber sinnvoller so rum. Jetzt zeigen sie aber den Müllplatz nicht an. Ach, das ist kein Müllplatz. Das ist ja die Abladefläche. Wo habe ich denn hier einen Müllplatz? Ich habe hier in der Ecke gar keinen Müllplatz. Da hätte ich einen. Da wird man sehen, hier an der Stelle. Ja. Na gut, es könnte auch hier hinkommen. Ja, der da noch im Bau ist, ne? Ja, das ist ja wurscht, ob er noch im Bau ist. Der Rest ist. Aber ich glaube, das würde so nicht davor hinpassen. Weil ja der Müllplatz noch hin muss. Vielleicht so rum. Den jetzt noch. Dreh. Ja, das wäre schon ganz schön knapp an den Müllplatz hier. Vielleicht. So würde ich auf jeden Fall noch an den Müllplatz rankommen, wenn ich es dahin mache. Und dann einmal hier. So ein Teil hier davor hin. Ja, natürlich wieder zu eingebaut, Streunerchen. Hier die Werksverbindung ist auch nicht dran. Ah. Dann setze ich die mal hin und mache den dann nochmal weg. Ich muss hier auch aufpassen, habe ich hier eigentlich gerade drin, dass er nicht losbaut? Na, habe ich nicht dran. Das dann mal noch nicht. Bist du heute ganz nervös? Ja, woran das wohl liegt? Hier Folge 200. Hm. Ja, ich muss mich ja jetzt doppelt konzentrieren. Warum? Quatschen und bauen ist das gleiche wie immer. Ja, aber jetzt quasselst du ja auch noch mit rein. Na, dann bin ich mal still, solange wie du dein Gebäude da baust. Ich muss es ja erstmal finden im Menü, das ist die größte Hürde. Wo war der Kompostdinger? Vorhin habe ich ihn kopiert. Ich glaube, Der der war. Kompost Ja, der war irgendwo hier, glaube ich. Da, da, ist bei da. der Lebensmittelfabrik, genau. Und jetzt mach dich mal da weg. Ich will sehen, dass er an seinen Müllplatz rankommt, wenn ich es brauche. Er will aber noch nicht so ganz. Jetzt. 92 Meter, das langt ja locker. So. Na, das hast du doch schön gemacht, Streunerschien. Ja, das hast du doch schön gesagt. Oder? Ich finde das so geil, deine Sprüche, die du da immer reinknallst. Habe ich schon ein Schmunzeln auf dem Gesicht, wenn ich die wieder im Messenger sehe und mir dann eine Story drumherum überlege, wie ich das wieder einbaue. Ja, Ich das war wollte hier schön. gerade nur mal sehen, ob Wasser, Abwasser dran ist. Und ich sehe, ein Wasser ist drin, aber zwei Abwasser. Ja, da oben wird. Abwasser ist das Braune, ne? Ja, und das habe ich halt hier einmal noch nicht fertig und da oben schon fertig. Aber ans Wasser da oben komme ich nicht dran. Na, dann haben wir halt nur einen dran. Aber ist ja auch wurscht, dass ich gerade die falsche hatte. Ich dachte gerade, wofür brauche ich da noch andere Verbindung? Nee, aber das passt so für mich, das Ding. Und wir können dann eigentlich auch hier gleich mit so einem Lämpchenweg noch. Ach, das hast du ja noch nicht gesehen. Hier habe ich so ein spezielles Wegchen. Ja, man könnte es jetzt schön rund machen, aber ich sag lieber, sollen sie nur 90 Meter laufen. Deswegen mache ich es gerade. Warum ist das speziell? Da ist ein Unterführungstunnel dran. Weil ich da hinten, also die kommen aus dem Busbahnhof raus, laufen dann durch den Tunnel durch, einmal unterm Silo durch und dann kommen sie hier hinten raus. Ah, Und okay. hier möchte ich meine Fahrzeugverschrottungsanlage bauen, weil ich bin ja jetzt schon 22 Jahre im Spiel und die Fahrzeuge, die sind am Anfang schon ganz schön kaputt. Die kriegt man gar nicht mehr richtig repariert und ich bin halt
zu geizig, um jetzt noch Geld auszugeben, um sie zu verkaufen. Deswegen möchte ich das Werk hier aufbauen und dann möchte ich den ganzen alten Schmodder verschrotten. Also sowas wie. Wo ist er denn? Hier wird doch Wieso irgendein. gibst du Geld aus, wenn du sie verkaufst? Ich dachte, du kriegst dann Geld. Nein, nein. Ich hatte Ich einmal wundere mich, warum ich immer pleite bin. im ersten Spiel, hier, keine Ahnung, ich glaube Let's Player 1 war es sogar, da habe ich irgendwie den falschen auf eine Ladefläche gekauft, wo der Bagger nicht drauf ging. Und dann musste ich, glaube 5000 Rubel zahlen, dass mir den wieder jemand abnimmt. Ist nicht dein Ernst. Ja, guck mal hier, du siehst jetzt, der ist schon 39% abgenutzt. Und ich habe das beim Nerd gesehen und ich. Er hat es erzählt und ich konnte es nicht glauben, deswegen habe ich es beobachtet. Wenn die Werkstatt kommt und mein Auto hier repariert, dann wird die Abnutzung nicht auf 100, nicht auf 0% runtergehen, sondern umso älter die Karre wird, umso mehr Abnutzung wird bleiben. Und er hat jetzt halt schon Ja. 21 Jahre drauf und wenn der komplett repariert ist, dann hat er auch noch 40% oder so Abnutzung. Also die werden in immer kürzeren Abständen repariert und brauchen immer mehr Material. Und Und du musst dann wenn du Geld bezahlen jetzt. dafür, dass du den verkaufst. Wenn du jetzt da drauf gehst, nicht Fahrzeug reparieren, Fahrzeug verkaufen, guck, dann musst du dafür, dann kriegst du dafür minus 38.000 Rubel, dass du ihn verkaufst. Das gibt's doch gar nicht. Du Das ist ja nur wirklich unrealistisch. ja, genau, aber das ist so. Also ich könnte jetzt einen verkaufen, wäre ja eh wurscht mit meinen 7 Millionen oder 8 Millionen, aber ich habe es damals in, musst du dir nochmal angucken, die erste oder zweite Folge mit den Billigbaubüros hier vorne. Da habe ich Ja. einmal den falschen offene Ladefläche gekauft, der zu kurz war, dass der Bagger drauf passt, und dann habe ich ihn wieder verkauft und dann durfte ich gleich für die neue Kutsche nochmal den gleichen Betrag zahlen, dass sie es mir wieder abnehmen. Es war irgendwie so einer nur ein bisschen kürzer bis dahin oder so. Und So weißt ein. du, wie oft ich Fahrzeuge verkaufe, weil ich Ja. keinen Bock habe, hier zu reparieren? Und die Sache ist halt, ich habe ja jetzt halt schon jede Menge von diesen alten Karren. Also klar, hier vorne, da habe ich überall meine neuen Kipper drin, aber du siehst, da steht auch so ein alter rum. Und der hat auch schon wieder 49% Abnutzung. Und sobald die über 50 haben, bleiben die auf der Straße ab und zu mal liegen und haben so ein Reparatursymbol über dem Kopf. Ja. Ja, und die da sind gar kein Problem hier. Ja, das siehst du, haben Abnutzung nix. Aber die hier, die werden jetzt langsam zum Problem. Und es kann halt auch ein Problem werden, wenn die dann hier auf der Strecke liegen bleiben und dann die nämlich in mein Heizkraftwerk reinkommen. Ja. Im Winter. Und, aber ich bin halt zu so knausrig, um da jetzt Geld rauszuschmeißen. Deswegen wird hier eine Verschrottungsanlage hinkommen. Diese Verschrottungsanlage ist sogar mit Zuganbindung dran. Okay. Was treiben die schon wieder, ey? Ihr sollt nicht kuscheln, ihr sollt bauen. Einen muss ich jetzt heimschicken. Beide hätten Bauauftrag. Der eine will wahrscheinlich gerade irgendwo hier lang bauen und der andere will irgendwo. Keine Ahnung, da lang bauen und oder da stehen sie sich gegenseitig im Weg. Keine Ahnung, wie lang schon. Ich geh mal nach Dann Hause. schickst du doch beide nach Hause, können sie beide Nö. im Depot kuscheln. Ja, das könnten sie, aber ich will ja, dass es fertig wird. Die können kuscheln, wenn sie die Strecke hier fertig haben. Beziehungsweise die können dann ganz kuschelig hier hinten bei deiner Einschlaffolge, wo ich immer ewig lang nur Schiene und Straße geplant habe, da können die sich hier den ganzen Weg lang zusammen durchkuscheln, bis sie irgendwann hier ganz hinten, ganz, ganz weit hinten, irgendwann bei der Grenzstation ankommen. Und dann können sie danach ins Depot gehen und weiter kuscheln. Auf Ja. diese Folge freue ich mich schon. Die habe ich schon gesehen. Also noch nicht angeschaut, aber gesehen, dass es eine Folge gibt zum Einschlafen. Ja, ich Und wollte dann. das Ding planen in 10 Minuten und dann habe ich da 40, 50 Minuten gebraucht, bis ich die ganzen Straßen darüber hatte und die Brückchen und ja. Und dann habe ich es irgendwann genannt, Gute Nacht oder so. Genau, das habe ich gesehen. Also dann hast du bald eine neue Lieblingsfolge. In ein paar Monaten, wenn du da angekommen bist. Ich musste dir ja versprechen, keine Folgen zu überspringen. Ja, die sind Und alle darum. wichtig, jede einzelne. Genau. So, aber jetzt muss ich Dann hier gucke ich mal. alle hintereinander. Sehr schön. Also, dann machen wir hier nochmal die Bauaufträge raus und dann geben wir uns Bescheid, wann die Sträßchen gebaut sind, dass wir wissen, wann wir da weitermachen können. Gab es irgendwas Spannendes gerade? Also, hier habe ich es halt so zum einen gelöst, dass das Personal entweder hier direkt so hinlatschen kann zum Heizkraftwerk und zum Strom.
Hier oben habe ich zwei Riesenwerkstätten mit einem Riesenlager dran. Also ich habe einfach das mächtigste Lager geholt, wo ich gefunden habe. Auch wenn ich es nicht brauche, aber ich fand, es sah einfach so geil aus in dieser Ecke. Ich habe es gerade so reingequetscht gekriegt. Da geht sogar ein Zug hier dann dran, dass es in das Lager was reingibt. Also Das ist cool. das ist auch 5000 Tonnen. Also ich glaube, das ist fünfmal so groß als das größte Originallager, wo es gibt. Ich glaube, das ist irgendwie 1200 Pflanzen oder so. Und hier würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 4800 oder so reinkriegen. Das ist in zwei Werkstätten angeschlossen, die dann hier lustig Fahrzeuge reparieren können, wenn ich sie denn öffne. Also sie sind noch zu, weil Heizung ist einfach Priorität gerade. Da muss sonst auch gar nichts laufen. Nur die Heizung und der Strom muss laufen. So lange, bis die ganzen Stromleitungen da sind. Hier ist schon mal Und das fertig. Wasser. Ja, Wasser ist nur Produktivität und ja, sie werden auch ein bisschen krank. Ich weiß noch, meine Feuerwehrleute sind damals alle krank geworden, weil sie keinen Wasseranschluss hatten oder in der Kacke standen. Siehst du? Ja. Aber ja. Nein, das passt ja hier. Also, aber da müssen die jetzt halt durch. Dann werden sie ein bisschen unglücklich, weil sie hier halt. Sie haben jetzt Wasser. Also Wasser ist fertig. Wasserproblem gelöst. Es fließt. Sehr schön. Dann kann ich ja mal hier checken, ob da alles passt. Also Strom kriegt dann schon vom Masten. Ich glaube nicht. Nee, guck, der verarscht mich. Da ist gar keine Spannung dran. Er hat nur den Masten in der Nähe. Heizung brauchen. Warum sollte er eine Heizung brauchen? Er ist doch selber die Heizung. Ach, er würde zeigen, welche Häuser er heizt, wenn sie in der Nähe sind. Sowas wie, keine Ahnung, was braucht denn die Heizung? Ein Wohnhaus. Ja, jetzt sieht man die Heizverbindung. Wasser hat er, Abwasser hat er und einen Müllplatz da hinten hat er. Wobei ich gerade sehe, ich habe die noch nicht konfiguriert. Da landet jetzt aller möglicher gemischter Scheiß drin. Der einfachste Weg ist einfach, man kopiert sich so von einem, wo man alle drei Müllkübel drin hat, die Einstellung rüber und wenn man dann später Feintuning machen kann, möchte und weil man Müll A oder B oder keinen Plastikschrott da hat, dann kann man das immer noch nachträglich rausmachen. Aber so wird jetzt erstmal alles getrennt, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Ich muss mal ein Schlückchen trinken, da ist schon eine ganze Halswand. Ja, weil du so viel erzählst den ganzen Tag. Ja, ich muss mir immer den Mund fusselig babbeln. Ja, also erstmal, also du kannst halt sowas, das war das, wo ich bei dem, was beim Höllenhund erklärt hatte mit dieser Unterführung, die dann irgendwo rauskam, dass man die dann nicht sanieren kann bei ihm. Also bei mir kann man sie sanieren, weil man hier kommen die Fahrzeuge hier lang und gehen dann da rein zum Sanieren. Aber man muss dann halt auch erstmal den Weg dahin bauen. Und auf der anderen Seite ist es das gleiche Spiel. Du siehst, hier kommt die Unterführung raus und geht eigentlich da ins Werk rein. Aber der eine Fußweg ist nur dafür da, dass die Sanierung reinkommen kann. Okay. Ja, wenn man es nicht hat, dann kann man es auch nicht im realistischen Modus bauen. Dann kann man es nur mit Rubel bauen und das merkt man dann schon. Also, ja, die sind ja alle noch fleißig am Rumgebauen. Ich muss mal gerade schauen, ob die schon wieder halb voll zurückfahren. Können gar nicht abladen, weil 100% in den zwei Dingern drin ist. Ja, die sind voll mit Personal. Und interessanterweise, was mir nachträglich aufgefallen ist, dieses Kraftwerk braucht Ingenieure. Also das braucht nicht nur normale Arbeiter wie ein Kohlekraftwerk, sondern auch Ingenieure mit drin. Oder dieses Heizkraftwerk. Aber jetzt die Quizfrage, wie viele ungebildete Menschlein habe ich denn hier in der Republik? Also eins und. Wahrscheinlich null. Ja, so sieht's aus. Alle dürfen sie bei mir studieren. Dürfen alle kleine Schlaubi-Schlümpfe werden. Das ist doch schön. Ja, und trotzdem ackern sie auch gern mal auf der Baustelle, das ist doch toll. Ah, hier kann es schon weitergehen. Und da kann es auch weitergehen. Ja, also nochmal zur Verschrottung. Ich denke, die Verschrottung, man konnte da ein geschlossenes Lager anschließen, man kann da einen Müllplatz anschließen, man kann da ein Freilager anschließen.
Ich weiß gar nicht, wo waren die Verschrottungen? Die muss irgendwo hier gewesen sein beim Müll. Weißt du das, wo hier? Fahrzeug. Hier, Verschrottungsanlage. Ja, Groß, das da da ist sie. hinten. So. Und ich habe halt gesehen, er hat ein Exportlager für Stahl und Aluminium. Deswegen habe ich dieses große Lager hier hinten hingesetzt. Ich habe es noch nie gemacht, Verschrottung. Und dann hat ein Warenhaus Export, wo mechanische Teile und Elektronik rauskommt. Dafür sitzt das da oben da, auch mit Schienenanbindung. Einfach, dass ich da mal. Irgendwann exportiere ich es dann oder verwerte es selber. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, da wird nicht so viel bei rumkommen. Und dann hat er aber noch ein Exportlager für Metallschrott, Aluminiumschrott und gemischter Müll. Und deswegen hängt hier vorne noch ein Müllplatz dran. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was da so rauskommt und wie ich das dann mit ein paar Versorgungszentren hier alles abtransportiert kriege. Weil eigentlich kann man ja aus dem Metallschrott dann auch wieder Metall machen oder Stahl oder so. Ja, Und ich habe es genau. halt auch so gebaut, dass die beiden Dinger hier mit Schiene schon dran sind. Das kuschelt hier schon wieder. Naja, die fahren gerade noch brav. Also die Aufträge, die hier in der Ecke sind, sind einfach gerade priorisiert, dass da gerade keiner da hochfährt und da hinten Schiene macht. Also der, wo die letzten Folgen gesehen hat, der wird jetzt denken, warum erzählt das nochmal? Ja, aber die Ilana, die ist halt erst bei Folge 80 und die möchte ich ja dann mitnehmen, wenn ich da irgendwas hier mache. Und ich bin Na ja gut, wenn die gottesfroh. Folge online wird, bin ich bestimmt schon bei Folge 90 oder 95. Ja, das könnte durchaus sein. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Worauf? Bei welcher Folge du dann sein wirst. Ich werde es dann in die Kommentare schreiben. Denk dran, ich weiß, wann du ins Bett gehst. Immer dann, wenn du den Kommentar reinmachst, dass du gleich pennen gehst. Genau. Und ich habe doch eigentlich, ich glaube, ich habe nur einmal oder so abends gesehen, dass du zwei Kommentare gemacht hast. Das heißt, du hast die erste Folge überlebt, ohne einzuschlafen. Ja, das kommt nicht so oft vor. Ja, und wie machst du es dann? Dann guckst du mittags nochmal an oder weil du gemeint, du willst ja nichts verpassen. Ja, also manche Folgen gucke ich dann halt einfach mehrmals. Okay. Irgendwann fallen mir die Augen zu und dann höre ich noch hin und dann denke ich mir, oh, das ist wichtig, das musst du dir merken. Und dann mache ich kurz nochmal die Augen auf und gucke, bei welcher Uhrzeit wir jetzt sind oder Und bei dann bist welcher du Zeit weg. wir jetzt sind. Dann merkst du dir Und noch, dann bin okay, ich bei weg. Minute 38 und dann zack, nee, 38 nicht, aber vielleicht Minute 15, zack, weg und dann weißt du, wo du am nächsten Tag weitermachen musst. Genau. Ja, meistens bin ich dann so bei 10, 15 Minuten, wo du dann irgendwas sagst, wo ich mir denke, oh, das musst du noch mal genauer anschauen. Und das gucke ich dann halt einfach nächsten Tag irgendwann nach, wenn ich dazu komme. Das ist doch schön. Also ich finde es toll. Aber Wer sich das anguckt und Spaß dran hat, egal ob er jetzt dabei einschläft oder. Also ganz ehrlich, ich habe versucht, von Krebs die Folgen zu gucken. Ich habe es mir wirklich vorgenommen. Und da habe ich gedacht, jetzt probierst du es mal im Schlafzimmer auf dem Fernseher. Da hast du deine Ruhe. Warst gerade eh schon ganz schön geschafft. Hast wieder nachts so 3, 4 Stunden gepennt. Dann schalte ich das Ding an, guck so rein und zack, nach 5 Minuten war ich sowas von weg. Er hat noch seine Woher weißt Eieruhr du das? gestellt, er hat noch ein paar Sprühe geklopft, er hat auch irgendwas vom Systemstreuner geredet und dann war ich weggeratzt. Ich habe es, glaube ich, Ja, dreimal dann weißt versucht, du doch, bis wie ich es es mir geschafft geht. habe. Ja. 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 Dann hat der Krebs wahrscheinlich auf dich genauso eine beruhigende Wirkung wie du auf mich. Also ich glaube, da hätte jetzt selbst, keine Ahnung, eine Motorsäge eine beruhigende Wirkung auf mich gehabt in diesem Moment. Sobald ich in die Horizontale gehe, ist es rum. Da ist der Schalter dann umgelegt und dann bin ich weg. Ich hätte Naja, mich nicht hinlegen dürfen dabei. dann weißt du ja ungefähr, wie es mir geht. Ich wollte aber das jetzt nicht abwerten, Nein, 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 sondern nein, das ist doch toll. es liegt natürlich an deiner beruhigenden Stimme, dass ich so gut Ah, einschlafen okay. kann. Das hat mein guter Kollege zu mir gesagt bei Folge 3. Ich könnte gute Nachtgeschichten erzählen. Und dann kommst du ein paar Folgen später, so, keine Ahnung, 30 Folgen später und ziehst da ein und erzählst, dass du davon immer einschläfst. Da habe ich gedacht, er ist ein kleiner Wahrsager. Woher wusste der es Ja, nur? scheinbar. Woher weiß er, welche Geschichten Frauen zum Einschlafen bringen? Tja, Workers and Resources. Der kannte das Spiel nicht mal. Der hat sich das nur mir zuliebe mal angehört. Also, hier ist noch ein Müllplatz zu bauen. So.
Aber ich glaube, hier vorne sind dann jetzt meine letzten Stationen hier fertig. Ja, ich habe jetzt mal eine andere Umweltüberwachung gebaut. Ach nee, die ist noch nicht fertig. Aber das sieht nach einem ganz schönen Bunkerhäuschen aus. Das hat gerade so dazwischen gepasst. Ja, sieht aber wirklich aus wie so ein Bunker. Mit kleinen Schießscharten dran. Die Löchle da. Ja, aber ich glaube, das sind eher kleine Fensterchen. Das sind schon Fenster drin, das sind keine Löcher. Und wie schön der Kran durchs Haus durchwackelt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Ja. Bauschutt die dabei produzieren. Ja, ich muss echt überlegen, wann ich jetzt da anfange, Personal hinzuschicken. Aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, das Silo hier ist jetzt fertig. Ja, ich komme wieder zu nix. Es hat aber noch keinen Strom. Brauche ich Strom zum Entladen von Pflanzen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja die Produktion nicht hochfahren, solange ich da noch keine Pflanzen drin habe. Genau. Und eigentlich ist das dann mein Pflanzentransporter, der Gott sei Dank jetzt funktioniert, nachdem ich ihn gefühlt 10-mal umsortiert habe. Das weißt du alles gar nicht. Aber ich hatte die Zuglänge genau auf 155 Meter. Und du siehst gerade, steht 154 dran. Und da steht 155. Und wenn ich da okay klicke, dann hat er funktioniert. Dann steht 155 dran. Und ich muss bei jedem Start des Spiels das immer anklicken, ansonsten hat mein Versorgungszentrum nicht funktioniert. Das ist ja doof. Ja, und dann habe ich extra versucht, die Waggons rauszuziehen, diese langen und diese kurzen dafür reinzustecken. Und da habe ich 3, 4 Mal rumprobiert und es hat nie richtig geklappt. Und irgendwann habe ich es dann hingekriegt, dass maximal 8 von den langen noch drin waren und der Rest mit den kurzen aufgefüllt wurde. Und seitdem funktioniert es ohne dieses Spielchen. Aber mein Zug war halt genau 20 Meter und der Waggon war genau, glaube ich, 15 Meter. Und dann ging es wunderbar auf 155. Das Ding macht ja auch 155. Aber bei jedem Systemstart stand wieder 154 dran. Das muss irgendein komischer Fehler sein, weil es ging ja dann, sobald ich es angeklickt habe. Ja. Also jetzt gucke ich mal, ob der da hier einfach schon hinkommt und da reinkarren kann. Ich habe hier noch keine Signale gesetzt und nichts, aber ich glaube, der müsste es ohnehin kriegen. Einmal in die Pause rein und einmal entladen und bitte auf, wie viel hat der andere? 95%. So. Also der holt jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss ich mal eben schauen. Holt der da gar nicht ab? Doch, das ist blau, gell? Ja, das ist blau. Ja. Also hier holt er ab und hier karrt er hin. Und er holt noch da hinten ab. Das müsste auch blau sein. Ja, das ist auch blau hier an der Fläche. Und eigentlich hat er das ganze Zeug nur bisher hier hingekarrt für die Essensindustrie und er hat es hier hingekarrt für die Chemieindustrie. Ah, dafür Kleidung und dafür Chemie. Und jetzt fahren gleich zwei los. Dann können wir noch eine Runde Zügchen noch fahren. Ja, können wir machen. Aber eine Frage hätte ich dazu noch. Ja. Hast du dir eigentlich inzwischen auch eine Eieruhr zugelegt? Nein. Aber wir sind drüber. Wir sind bei 43 Minuten. Das heißt, nach der Ja, Zugfahrt wird Feierabend sein, wenn das eine Anspielung sein sollte. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und da habe ich gedacht, hast du noch nichts hingekriegt, Schweinchen, außer viel gebabbelt. Nichts gewesen, außer ja. Schmesen. Aber Weil ich. du hast ja gesagt, du möchtest die Folgen eigentlich nicht länger als 30 Minuten machen. Das ist Folge 200. Außerdem bist du mit am Okay. Start, da gelten andere Regeln. Okay. Da fühle ich mich ja geehrt. Also hast du deine Eieruhr angeschmissen. Nein, ich als Frau habe die Uhr immer im Blick. Das ist der Unterschied. Seitdem ich 17 bin, habe ich keine Armbanduhr mehr. Irgendwann habe Okay. ich gesagt, mir reicht's, wenn ich die Uhr in der Hosentasche habe, am Handy dran. Ich brauche keine Armbanduhr. Mir reicht es vollkommen, wenn ich irgendwie auf die Uhr gucken kann und dann das Telefon rausziehe. Aber davor rat mal, was für eine Uhr ich gehabt habe. Na, Was war hast du damals als in? Licht? Ah, hier so eine Swatch irgendwie, irgendwas. Die war ein bisschen dicker und es war Technik mit drin für damalige Zeit. Was war da mit drin? Technik.
So Spezialfunktionen, sowas wie Stoppuhr und sowas. Oh, da kenne ich mich gar nicht so aus mit Uhren. Die Dinger hießen damals G-Shock und es waren so übel dicke Monster am Handgelenk. Ach, stimmt, ja. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Und die Sache war halt, immer wenn man die Uhr abgenommen hat, dann hat es übel darunter gestunken unter diesem Plastikarmband. Und das fand ich so eklig und deswegen wollte ich keine Uhren mehr tragen. Hat mir immer Okay. geschwitzt drunter. Also das war so ein, ja, teils Plastik oder Kunstfaser oder was weiß ich. Aber wir haben jetzt, hast gesehen, so schnell haben wir jetzt mal schon 684 Tonnen eingeladen. Weil das Tolle an dem Zug ist, also ich kann jetzt nicht die einzelnen Waggons anklicken, aber diese kleineren hier, die können noch mehr bunkern als die großen. Also als ich nur die großen dran hatte, dann war ich irgendwo bei 480 Tonnen oder so. Und seitdem ich jetzt die kleinen dran habe, komme ich auf fast 684 Tonnen. Das ist krass. Ja, also das hast du eigentlich gesehen, wo der andere Zug hin ist? Ah, der kommt hinterher. Okay. Dann kann ich ja gleich mal gucken, ob die Strecke hier schön tut. Also die ist jetzt noch nicht optimiert. Hier müssten wir jetzt überall noch so Abstände reinsetzen, weil der nächste, der wird jetzt hier vorne bremsen, bis ich aus diesem Bereich hier rauskomme. Deswegen muss man eigentlich immer so alle, was weiß ich, 160 Meter so einen Abstand reinsetzen. Das kannst du ja dann in dein Zugtutorial mit einbauen. Irgendwann macht man zusammen Zug-Tutorial. Du bist ja jetzt bei Tutorials eingestiegen. Na, mal schauen. Also mit Zügen habe ich bis jetzt noch nicht so. Ja, meine Challenge ist ja, ich muss es so erklären, dass du es verstehst. Und dann gehe ich davon aus, dass es jeder verstehen sollte. Und ansonsten darf er sich bei mir melden und dann mache ich mit ihm oder ihr ein Tutorial. So lange, bis es auch der Letzte versteht. Okay, also ich glaube, da hast du ein hartes Stück Arbeit vor dir, um mir das verständlich zu machen. Das kriegen wir schon hin. Okay. Aber lass mich erstmal noch ein paar Gleischen bauen. Da müssen noch viel mehr Züge auf die Strecke. Ich habe ja da vorne welche, die die ganze Zeit Ziegel verkaufen und Plattenbauteile. Dann habe ich welche, die mir Elektronik herschaffen. Dann habe ich andere, die die Chemie hin und her schaufeln. Und die, wo die Pflanzen hin und her schaufeln. Aber es ist halt noch nicht so ein Riesenverkehr auf der Strecke. Naja, das ist für ein Tutorial braucht man auch nicht so viel Verkehr, weil ich brauche es einfach erklärt. Ja, aber um es zu meistern, braucht man viele Züge, um so Situationen zu erklären, wo Züge gleichzeitig durch den gleichen Block fahren können und aus welchem Grund sie das können. Mal sehen, Okay. ob man da was sieht. Also brauchst Guck du ein mal, sehr hohes das ist zum Verkehrsaufkommen. Beispiel hier was, wo eigentlich nicht, wo, wenn du die Signale falsch setzt, nicht sein dürfte. Also hier fährt gerade einer in dem gleichen lila Stück rum wie der da. Aber die kollidieren Ja. sich nicht. Das lila Stück geht sogar bis hier vorne. Und du Okay. siehst, hier sind alle gerade rot. Und der andere, der kam gerade von hier rein, wo eigentlich rot ist, wo er nicht rein dürfte. Und ach nee, der fährt gerade raus. Den da meine ich. Da war noch einer drin, ja, da hat hier noch einer drin gesteckt. Auf jeden Fall, einer von den beiden war der erste, wo rein durfte. Und als der andere dann ankam, egal ob jetzt hier oder hier, der hat gemerkt, wir kollidieren nicht im gleichen Block, weil der eine halt hier lang fährt und der andere hier zielgerichtet da unten rein möchte. Und dadurch können die dann gleichzeitig im gleichen Block fahren, ohne dass sie sich ausbremsen. Und das sieht man dann halt im richtigen Moment, dass die Signale dann weiß werden. Ja, aber in den kommenden Folgen, die du da vor dir hast, ich schätze mal so ab 130 oder so, immer wenn ich das sehe, dann halte ich da an und zeige das mit den Signalen. Okay. Ach, jetzt Ja, habe ich meinen Zug weggeschoben. du hast auch schon ein bisschen was erklärt dazu. Das stimmt. Also das kommt halt so nebenbei, dann wenn es sich immer gerade ergibt, wenn ich so einen Zug sehe. Aber du hast recht, so ein Basic-Tutorial mit Gleisen und Kreuzungen, das soll schon irgendwann kommen. Also Das wäre schön. wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal im ersten Werk haben wir schon mal die ersten Pflanzen drin. Das heißt, bald kann der Schnaps gebrannt werden. Ich müsste so noch aufmachen. Aber ich habe es gar nicht eilig. Die können da ganz in Ruhe reinkippen. Die können vor der Grenze von mir aus auch noch importieren. Und da muss noch was rein, dass das Essen dann anfangen kann.
Aber man sieht ja schon, hier fehlt noch das Lager, hier fehlt auch noch das Lager. Also Pflanzen da rein, da Alkohol machen und da Alkohol raus. Und hier Pflanzen da rein, hier Essen machen, da Essen raus. Und dann sind diese beiden Lager an diesem Bahnhof dran. Und über den Bahnhof kann ich dann quasi mittig hier das Essen rausziehen und den Alkohol rausziehen. Und dann habe ich eine lokale Belieferung in jeder Stadt, wo ich herkomme. Perfekt. Gibst du deinen Industriegebieten auch Namen oder? Ja, ich schau mal, da vorne haben sie halt langweilige Namen. Da ist es halt Bauindustrie, ich glaube Kies, Beton, Platte, Kiebepla. Und Ah, SO okay. für Südost, weil das Ding auf der Karte da unten im Süden und Osten hockt. Ja, das Ding hier heißt einfach nur Kleidungs- und Chemieindustrie, das habe ich umbenannt. Früher hieß es Kleidungsindustrie, aber es deckt quasi auch die Chemie mit ab. Und die Besonderheit ist dabei halt, wenn du dann ein Rathaus da reinsetzt, macht ja jeder nur in der Stadt. Ich mache es auch im Industriegebiet, weil ich sehe dann hier exakt, wenn ich es wissen wollte, wenn es mich jucken würde, würde ich hier drin sehen, wo ist denn die Chemie hier? Wie viel Chemie habe ich eigentlich gerade da? Und wie viel Chemie habe ich wo drin? Und dann siehst du halt, wo die Produkte. Also ein Lager ist das da, wo Chemie drin ist. Ich glaube, ich kann nicht so anklicken. Ja. Ladechemie. Nein, das ist da hinten. Also da wird rein produziert. Da steigt es dann. Im anderen Lager Kleidung. Das ist da unten. Da wird die Chemie halt reingekippt. Und du siehst jetzt überall in diesem Industriegebiet. Also das Rathaus, wo drin sitzt im Stadtnamen, das tut alles erfassen dort. Ich sehe da zum Beispiel so Zeug, das siehst du normalerweise nicht, wie zum Beispiel, wie viele sind in meinem Knast gestorben oder wie viele sind schon geflüchtet in diesem Bereich. Oder auch sowas wie, was ich ganz krass finde, die Loyalität. Die siehst du halt bei Wohngebäuden, aber nicht bei Knastgebäuden. Aber das ist quasi die Summe von allen Knastis hier, die 90%. Deswegen baue ich auch Rathäuser in die Industrie rein. Aber ich denke, jetzt wird es kalt. Wir sollten mal wieder in die Bar rein und so aufheizen. Und ja, denkt bitte dran. Schreibt uns Vorschläge, was ihr cool finden würdet, was wir sonst noch so spielen könnten. Das muss nichts Langes sein. Das kann was Kurzweiliges sein. Wir sind über jeden Vorschlag dankbar. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass die Ilana jetzt dabei war. Und ich hoffe, ihr hattet Freude an der Folge 200. Macht's gut und bis bald. Tschüss.